Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist André Kiene, Managing Director von Wire, die verschlüsselte End-to-End-Messaging-App für Unternehmen und Regierungen. Durch die erhöhte Priorität der Sicherheit in der App bietet sich Wire eben vor allem im B2B-Bereich an. In einer Serie C-Finanzierungsrunde hat das Unternehmen 24 Millionen Euro eingesammelt. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview für euch. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Ihr seid Female Entrepreneurs im Tech-Bereich und habt eine innovative Business-Idee? Dann aufgepasst! Xathon, der Business-Hackathon von Henkel DX Ventures, bietet euch die Plattform, um eure Early-Stage-Ideen zu verwirklichen. Erweitere dein professionelles Netzwerk, arbeite mit MentorInnen und anderen erfolgreichen GründerInnen an deinem Geschäftsmodell. Pitche vor Investoren und nutze die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bewerbt euch noch bis zum 31. Juli unter henkel.com/xathon und seid vom 1. bis zum 3. September in Berlin dabei. Xathon schreibt sich übrigens Xathon. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. André Kiene ist hier, Managing Director von Wire. Klasse, Jan. Schön, dass es klappt. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, toll, dass du da bist. Ich habe neulich ausführlich über euch schon mit dem Martin Janicki von Cavalry Ventures gesprochen. Der war ein großer Fan von euch, hat euer Businessmodell ziemlich durchleuchtet und hat da auch sehr viel Potenzial gesehen. Aber vielleicht für die Folge nicht gehört haben oder generell mal aus deinem Mund, was macht ihr denn genau? Wire konzentriert sich seit 10 Jahren darauf, Security und Privacy wirklich ohne Kompromisse, wenn man das so sagt, darf zu bieten. Wire hat ursprünglich mal angefangen mit einem sehr stark consumer-zentrierten Ansatz, hat aber sehr schnell festgestellt, dass der consumer-orientierte Ansatz natürlich sehr viel mit Skaleneffekten zu tun hat und in der Weise viele der Kunden dann aus dem öffentlichen Bereich oder aus dem privaten Sektor gekommen sind. Das heißt, wir haben heute viele Kunden aus der Regierung, aus dem Militär, aus Unternehmen, die große Anforderungen an Security und Privacy haben, beispielsweise in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, aber auch andere Unternehmen, die wirklich sicher entweder intern oder mit bestimmten Außenstellen kommunizieren wollen. Und das bieten wir unseren Kunden. Wir haben Stand heute eine Messaging-App, wenn man das so sagen darf, die eben Chat, Audio und Video in einer sehr, sehr sicheren Ende-zu-Ende verschlüsselten Art und Weise bietet und eben Unternehmen oder auch Regierungen die Möglichkeit bietet, auch sehr, sehr vertrauliche Daten darüber eben auszutauschen. Das ist auch so gebaut, dass der Betreiber keinen Zugriff auf die Daten hat. Das ist ja Sinn und Zweck von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und wir bieten eben nicht nur eine Cloud-Version an, sondern eben auch eine On-Prem-Version an. Die Kunden bevorzugen, wie zum Beispiel Regierungen oder Militär, die wirklich dann nochmal explizite Anforderungen haben bezüglich Sicherheit. Darf ich mal fragen, wie seid ihr da drauf gekommen? Weil das ist ja jetzt irgendwie so ein, also ich meine, das Thema ist ja generell in aller Munde, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht ganz, ganz einfach, wahrscheinlich in so einem Bereich zu starten. Vielleicht kannst du da mal uns ganz kurz mal durch die Entstehungsgeschichte führen. Gegründet wurde das Unternehmen von Janus Fries. Janus ist einer der Gründer von Skype gewesen und hat in dem Zuge zusammen mit dem Alan Durich ist unser CTO, natürlich den großen Erfahrungsschatz gehabt, wie man eine Messaging-App aufbaut. Und sie hatten eben diese Idee, die Sicherheitsfeatures, die von vielen Kunden gekommen sind, in dieses Produkt mitzupacken und dann eben auszurollen. So der Schwenk in Richtung von Business Customers, wenn man so will, der ist ungefähr vor 6 Jahren erfolgt, weil eben die Nachfrage mehr und mehr gekommen ist. Ich meine, wir leben, Jan, in einer Welt, wo Cyber Attacks fast zum Alltag gehören. Wir leben in einer Welt, wo viele unsichere Situationen momentan auf der ganzen Erde herrschen, nicht zuletzt der Ukraine-Krieg und die ganzen Folgen, die damit zu tun haben.
Und eben der Notwendigkeit oder dem Bedarf von verschiedenen Kunden aus verschiedenen Bereichen, ob es jetzt ein Healthcare ist, ob es Finance ist, ob es eben Government ist oder auch Military, wirklich eine Möglichkeit zu haben, sehr vertrauliche Informationen auszutauschen. Mhm. Und so ist das Produkt. Die letzten 6 Jahre hat sich das entwickelt und wir können heute voller Stolz sagen, dass von den G7 5 Nationen, Governments, sprich Regierungen, unser Produkt nutzen und darüber eben die sichere Kommunikation machen. Und was ein ganz interessanter Fakt ist, dass zum Beispiel die letzten Koalitionsverhandlungen in Deutschland eben über unser Produkt geführt worden sind. Ja, sehr, sehr spannend. Was mir noch nicht ganz klar ist, oder vielleicht also nicht im Sinne von, dass ich es kritisieren will, sondern was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass ein Startup, und ihr seid ja dann eben noch nicht so alt, ne, dass ein Startup sich so ein vertrauensvolle Position erarbeiten kann. Ne? Wie geht das? Ist das hinterher nur die Technik oder müsst ihr auch da irgendwie sehr, sehr viel in die Marke investieren und in irgendwie Erklärung und ich weiß nicht, Sichtbarkeit nach draußen? Also vielleicht kannst du das mal beschreiben, weil das ist ja schon sehr, sehr einzigartig eigentlich. Und sehr besonders, ne? Ja, am Ende des Tages, Jan, ist es natürlich Technologie und das Wissen um die Technologie, aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht die Menschen dorthin. Ja, wir haben heute rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man kann fast sagen, über die Welt verteilt. Starker Fokus liegt in Deutschland, in Berlin, aber wir haben weltweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die machen jeden Tag den Unterschied. Und wir haben gerade im Engineering-Bereich wirklich Koryphäen aus dem Bereich Security, Privacy, die wirklich für die Sache brennen. Und wenn man für eine Sache brennt und dort natürlich auch einen entsprechenden Horizont hat, was Skills, was Erfahrungen angeht, dann fällt es natürlich auch leichter, die Kunden dort an der Ecke zu überzeugen. Ich bin jetzt persönlich seit 5 Wochen dabei als CEO und ich kann nur sagen, ich war von Anfang an wirklich begeistert, mit welcher Leidenschaft und vor allen Dingen mit welchem unglaublichen Wissen die Kolleginnen und Kollegen hier wirklich mit den Kunden sprechen und auch über das Produkt und über die Produktstrategie am Ende des Tages sprechen. Und das ist eine Kombination natürlich von Technik. Vielleicht weißt du auch, wir sind Open Source basiert. Das heißt, wir sind auch für jedermann verfügbar. Jedermann kann den Code einsehen. Und das gibt natürlich auch nochmal ein weiteres Gefühl der Sicherheit, dass hier nicht irgendwelche Backdoors oder sonst was eingebaut sind, was in der heutigen Zeit unglaublich wichtig ist. Das heißt, unsere Kunden können sich aufgrund der Technologie, aufgrund der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch aufgrund dessen, dass wir eine Open-Source-Strategie haben, jederzeit davon überzeugen, dass das, was wir versprechen, dass wir das auch bedingungslos halten und dass Sicherheit und Privacy um jeden Preis von uns eingehalten wird. Nicht zuletzt heißt unsere Tagline Security and Privacy Without Compromise, wirklich das inhaliert haben in unsere Unternehmenskultur, in jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, dass wir genau dieses Ziel am Ende des Tages erfolgen. So, und ich glaube, was jetzt wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt nochmal das Funding von 24 Millionen durch Iconical und UBC Partners, CPO Partners bekommen haben, ist eben, dass das Potenzial der Technologie und vor allen Dingen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so groß ist, um dort weiter zu expandieren. Und expandieren bitte jetzt nicht so vorstellen, dass wir sagen, wir wollen jetzt in verschiedene Länder expandieren. Wir sind schon sehr international unterwegs. Aber weißt du, wenn wir heute sicherstellen, dass Menschen miteinander sehr sicher auch vertrauliche Dinge austauschen können, dann kann das ja in Zukunft durchaus bedeuten, dass nicht nur Menschen miteinander kommunizieren, sondern auch Dinge. Ja, wir leben in einer IoT-dominierten Welt. Fast alles hat eine Verbindung zum Internet. Und viele dieser Dinge brauchen auch eine sehr, sehr sichere Verbindung, beispielsweise für Software-Updates, was eine große Sicherheitslücke heute beispielsweise bei modernen Autos ist. So, und diese Kommunikation mit unserer Technologie eben sicherzustellen, da sehe ich in Zukunft ein riesen Marktpotenzial, aber eben auch die Ausweitung unseres jetzigen Geschäfts mit Regierungen, mit Regulated Industries, wie man das so schön sagt, das heißt aus der Privatwirtschaft Unternehmen, die wirklich spezifische Anforderungen bezüglich Sicherheit, Vertraulichkeit haben, und da sehe ich großes Potenzial.
Du hast gerade gesagt, Sicherheit um jeden Preis. Das würde mich mal interessieren. Also vielleicht können wir zum einen nochmal über den Sales Funnel sprechen. Da hat der Martin damals gemutmaßt, dass der wahrscheinlich bei euch sehr, sehr, sehr lang sein muss, ne? Dass man also relativ lange braucht, weil diese Behörden oder die regulatorischen Institute, dass die halt, ich meine, da geht es um Ausschreibung, da geht es um wahrscheinlich einfach sehr gemütliche Prozesse. Das kennen wir ja leider alle. Also vielleicht kannst du einmal sagen, wie schnell kommt ihr denn da tatsächlich durch und dann auch dieses um jeden Preis, also welchen Preis hat denn hinterher Sicherheit oder was lassen sich das den Menschen kosten? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass du, also ich meine, dieses Horrorszenario, dass irgendwie sensible Daten in falsche Hände geraten, ist ja wahrscheinlich irgendwie etwas, das kann man gar nicht klar bepreisen, ne? Aber was lassen sich das Leute dann hinterher kosten? Also erstmal zu der ersten Frage, was vielleicht diese Geschwindigkeit oder Velocity angeht. Du hast absolut recht, wenn du mit Regierungen oder auch mit sehr stark regulierten Unternehmen sprichst, dann ist natürlich der Sales Cycle ein Stück weit länger. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir ein Produkt, was einen bestimmten Need adressiert beim Kunden, und dieser Need, der ist ja imminent. Das ist ja nicht etwas, wo man zwangsweise eine Nice-to-have-Feature hat und sagt, man ist jetzt gegebenenfalls effizienter, sondern hier geht es um die Adressierung eines Sicherheitsbedürfnisses in den Unternehmungen beziehungsweise in den entsprechenden Regierungsstellen. Und das beschleunigt natürlich auch so ein bisschen den Sales-Prozess nach vorne. Was diese, ich sag mal, großen Unternehmen beziehungsweise Regierungen angeht. Nichtsdestotrotz ist es ja auch wichtig zu wissen, dass wir nicht nur die großen Unternehmen haben, die wählen können zwischen, will ich eine Cloud-Version haben, möchte ich wirklich eine dedizierte On-Prem-Version haben oder sogar eine Air-Gapped-Version, eine Version, die eben nicht mit dem Internet dort verbunden ist, oder möchte ich eine Cloud-Version nutzen, die natürlich wesentlich schneller verfügbar ist. Und das, was wir sehen, ist, dass insbesondere die Nachfrage nach der Cloud-Version, gibt dir ein konkretes Beispiel, wenn beispielsweise Unternehmungen in M&A-Aktivitäten eingebunden sind und dort schnell für einen bestimmten Zeitraum eine sehr sichere Kommunikations- und Kollaborationsinfrastruktur brauchen, dann sind sie innerhalb von Minuten up and running und können darüber Dateien austauschen, können darüber kommunizieren in einer sehr, sehr sicheren Art und Weise. Ich will damit sagen, dass unser Businessmodell schon so aufgebaut ist, dass wir eben nicht nur die langen Sales-Cycles haben, die haben wir für bestimmte Kundengruppen, aber wir haben eben auch einen sehr schnellen Turnaround, was kleinere Projekte, was Projekte mit Kunden angeht, die fein mit einer Cloud-Version beispielsweise sind. Ja. Und ein großes Potenzial ist natürlich auch noch für die Zukunft, das, was in der Vergangenheit gar nicht so richtig betrachtet haben, beziehungsweise auch aufgrund der Zeit gar nicht betrachten konnten, ist die Skalierung über Partner. Ja, du hast ja weltweit, aber auch in Deutschland hast du verschiedene Partner, die sich auch das Thema Security auf die Fahne geschrieben haben. Und dort ein Produkt wie Wire zu haben, wie unser Produkt, ist natürlich genial, weil du kannst Integrationsdienstleistungen machen, du kannst Adaption machen, du kannst den ganzen Betrieb machen, wenn es on-prem ist, und kannst den Kunden auch auf seiner Security- und Privacy-Reise ein Stück weit begleiten, weil wir wissen ja alle, es ist nicht nur Technologie, es ist auch ein Stück weit andere Maßnahmen, die man in dem Umfeld treffen muss, um wirklich, ich will mal sagen, 100% Sicherheit gibt es sicherlich nie, aber zumindest mal 80-90% Sicherheit in einem Unternehmen oder in Regierungsbereichen zu etablieren. Wem nehmt ihr denn eigentlich hinterher dann Business weg? Also woher kommen die Kunden? Sind das Kunden? Also wir hatten jetzt hier im Podcast dieses Beispiel mit Franziska Giffey, ne, die dann irgendwie auf Klitschko reingefallen ist. Sind das Leute quasi, die irgendwie von Zoom kommen und dann sehen, hoppla, da gibt es irgendwie eine Schwachstelle, und dann mussten sie quasi erstmal diese böse Erfahrung machen? Oder sind so Regierungsbehörden und andere Institutionen, haben die noch gar keine Lösung, weil sie vorher aufgrund von Datenschutzbestimmungen zum Beispiel das gar nicht durften und freuen sich jetzt, dass es euch gibt? Also wie ist das? Zwei Antworten darauf, und das ist das Schöne an unserem Produkt, Jan, weil wir nehmen niemanden Business weg, weil wir uns komplementär verstehen zu den gängigen Kollaborations- und Kommunikationslösungen. Und ich halte das für einen großen Fehler, da so eine, wie soll ich das mal sagen, ein Bild zu zeichnen, das wären unsere Wettbewerber. Sind sie nämlich nicht, weil wir eben einen bestimmten Need adressieren, den diese
Produkte diese Lösung heute nicht bieten können. Nämlich das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Entscheidung, die der Kunde trifft, will ich das On-Prem, Air-Gapped oder will ich das wirklich in der Cloud haben. Und da stoßen wir in eine Nische rein, die für sich ein Markt ist. So, und das, was wir aber sehen, das ist der zweite Teil der Antwort, das konnte man ja auch in den letzten Wochen und Monaten in der Presse verfolgen, dass gerade Banken momentan sehr sensible Strafen bekommen, weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, manchmal sogar Vorstände oder Führungskräfte, sehr vertrauliche Informationen, kundenbezogene Informationen über gängige Business, über gängige Consumer-Tools kommunizieren. Wir alle kennen das Tool mit dem grünen Logo auf dem Telefon und das ist natürlich unter Privacy-Gesichtspunkten, unter Datenschutz-Gesichtspunkten ein absolutes No-Go. So, und da entsteht eben auch ein Need, dass diese Informationen, ich meine, es gibt ja einen guten Grund, warum die diese Informationen austauschen müssen, aber dass eben diese Unternehmen, in dem Fall die Banken, ihren Mitarbeitenden vorschreiben, diese vertraulichen Informationen eben nicht mehr über das eine Tool, sondern über Wire zu kommunizieren, was eben die Datenintegrität und vor allen Dingen die Datenhoheit Ende zu Ende verschlüsselt sicherstellt. Und jetzt sprechen wir, du hast ja vorhin schon gesagt, über die vor dem Hintergrund einer 24 Millionen Euro Runde, das ist ja wirklich auch ein stolzer Betrag. Das heißt, eure Investoren sehen darin etwas, das richtig groß werden kann. Ne? Wo sind denn so die Grenzen des Ganzen? Also ihr geht ja in den Videobereich rein, da sieht man so, weiß nicht, wahrscheinlich, also vielleicht kann man das anhand von prozentualen Marktanteilen, die ihr dann von einem Zoom zum Beispiel haben könntet oder ne, WhatsApp oder wie auch immer, kann man das anhand von solchen Marktanteilen ausmachen, wo man sagt, es gibt so, keine Ahnung, 5% der oder 10% oder so der Einsatzgebiete, die brauchen halt perspektivisch eine felsensichere Lösung oder wie würdest du das bezeichnen? Ich würde das nicht im Sinne von Marktanteilen beschreiben, weil ich glaube, das, was ich vorhin auch skizziert habe, dass der Fakt, dass heute wir eine Möglichkeit schaffen, dass Menschen miteinander sicher kommunizieren und zusammenarbeiten können, eben das auszuweiten ist auf Dinge, die miteinander kommunizieren können. Und weißt du, wir haben in den letzten... Zoom und so weiter nicht, ne, dementsprechend. Das kann ein Zoom und so weiter sicherlich nicht, weil die einen anderen Fokus haben. Ja, genau. Ja, einen ganz anderen Fokus. Und wenn wir mal so ein Stück weit in die Zukunft dort an der Ecke blicken, ich glaube, da liegt ein großes Potenzial drin, weil das, was in den vergangenen Jahren in den Bereich digitale Transformation geflossen ist, wo wir, und ich glaube, da sind wir uns einig, wo wir in Deutschland sicherlich noch eine Schippe drauflegen könnten im Sinne der Geschwindigkeit und im Sinne dessen, dass wir beispielsweise auch Verwaltungsprozesse digitalisieren, ist etwas sehr schnell passiert und gerade jetzt während der Pandemie hat das Ganze nochmal einen unglaublichen Schub erhalten. Und das, was Kunden momentan merken, ist, dass diese Digitalisierung manchmal zu Lasten von Security und Privacy passiert ist. Und genau das jetzt aufzuholen, Jan, kann man gar nicht in Marktanteilen ausdrücken, sondern ist ein ganz dedizierter Markt, der dort neu entsteht. Und natürlich wird es so sein, dass bestimmte Tools, die heute für das Versenden von vertraulichen Kundendaten verwendet werden, wo es dann vielleicht einen Ersatz gibt. Aber das ist marginal. Das ist jetzt nicht der große Anteil. Ich würde wirklich sagen, das ist ein neuer Markt, den wir hier adressieren oder beziehungsweise ein Bedürfnis auf Kundenseite, den wir adressieren, um die digitale Transformation sicher zu machen. Und trotzdem seid ihr jetzt gerade sehr generalistisch aufgestellt mit euren Lösungen. Siehst du die Gefahr oder die Notwendigkeit, dass ihr euch irgendwann auch spezialisieren müsst? Also du hast jetzt gerade von Prozessen gesprochen, die digitalisiert werden müssen. Jetzt seid ihr ja sehr nah dran dann an bestimmten Zielgruppen. Ist das irgendwann möglicherweise verführerisch, einfach zu sagen, diesen Zielgruppen, da hören wir jetzt zu, was die als nächsten Schritt brauchen und spezialisieren uns dann zum Beispiel auf Behörden und Regierungen? Das tun wir derzeit in der Tat schon, weil wir haben ja vor 2 Jahren angefangen, in deinen Worten zu bleiben, Regierungen und dem Militär sehr genau zuzuhören, was sie für Anforderungen haben. Und das hat uns eben auch in die Lage versetzt, dort diese Nische zu adressieren, was natürlich auch so einen Multiplikationseffekt hat. Ne? Wenn ich sage, 5 von G7 Ländern nutzen unser Produkt, dann haben wir es natürlich mit einem angefangen und dann hat das so einen Multiplikationseffekt erhalten.
weil wenn die Leute zufrieden sind, dann wird natürlich auch drüber geredet. So, also da haben wir schon mal sehr genau zugehört und das werden wir auch in Zukunft machen. Beispielsweise in den Healthcare-Bereich reingehen, beispielsweise in den Finance-Bereich reingehen, beispielsweise ganz spezifisch in Use Cases in Unternehmen reinzugehen, beispielsweise Forschung und Entwicklung, M&A, das sind solche Themen. Aber, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wir haben ja immer noch eine Version von Wire, die wirklich jeder nutzen kann. Ja, und das ist auch ein Stück weit unser Versprechen, dass wir sagen, wir wollen Security und Privacy eigentlich für jeden, für jede etablieren. Mhm. Und das wollen wir auch beibehalten, weil du siehst ja heute das Einkaufsverhalten in Unternehmen, dass man mal schnell was ausprobieren muss oder beziehungsweise schnell ein Need hat und dann guckt man, welches Produkt ist da und dann probiert man das aus und dann nutzt man das. Und das bieten wir auch weiterhin, um uns diese Breite zu ermöglichen, die du natürlich in der Skalierung brauchst. Mhm. Stichwort Fokussierung dann ist dennoch ein ganz, ganz wichtiges, weil ich glaube, dass, und deshalb bin ich auch zu Wire gekommen, beziehungsweise wurde geholt, dass die, wenn du mal so eine bestimmte Größe erreicht hast, ne, im Sinne von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch von Umsatz, dann brauchst du ein Stück weit Struktur. So eine Struktur ist ja etwas, da wehrt sich jeder Startup geben. Und wenn ich Struktur sage, meine ich übrigens nicht Hierarchie oder sowas, aber du brauchst einfach Struktur im Sinne der Fokussierung, der Ende-zu-Ende-Fokussierung des gesamten Unternehmens auf eine Marktopportunity etc. Und das zu etablieren und das noch ein bisschen zu feilen, das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate. Sehr spannend. Man sagt ja immer in diesem ganzen Cybersecurity-Bereich oder vor allem, wenn dann irgendwelche Hacker-Skandale sind, ganz oft ist der Faktor Mensch ja das Problem. Ne? Ich glaube, da gibt es Statistiken, ich glaube über 90%. Siehst du das durch eure Lösung relativ eliminiert? Würdest du sagen, dann sind bestimmte Dinge einfach ausgeschlossen? Und wenn ja, zu welchen Prozentzahl? Oder würdest du sagen, dass der Faktor Mensch bleibt immer das schwächste Glied in der Kette, egal wie viele tolle Lösungen man ihm da hinstellt? Genau so, Jan. Der Faktor Mensch, und das hört sich vielleicht doof an, aber bleibt immer das schwächste Glied. Ich meine, du weißt das selber, wenn jemand immer ein Auto von einem Luxusbrand in Deutschland, was nicht dazu gemacht ist, irgendwelchen schlimmen Dinge zu tun, nur wenn ein Mensch sich entscheidet, diese schlimmen Dinge zu tun, dann setzt er sich in das Auto und tut sie. Ja? Und, wobei das ist Vorsatz genau das, dann sogar, ne? Ja, also, das ist Vorsatz, ja. Ohne Frage. Natürlich ist das Vorsatz, aber wenn es gibt ja auch genug Fälle von Spionage und von bewusst abgegriffenen Informationen auf der Mitarbeiterebene. Und sowas kann kein Produkt eliminieren dort an der Ecke. Was wir sicherlich tun können, wir können sicherstellen, dass die Informationen, die eben ausgetauscht werden, sehr sicher ausgetauscht werden, dass kein Dritter da reinschauen kann. Das können wir sicherstellen. Aber wenn jetzt jemand der Meinung ist, nee, ich muss das gerne oder ich muss das irgendwie runterladen, auf dem USB-Stick packen, da hilft auch keine technische Lösung, um ganz ehrlich zu sein. Wir eliminieren den Fakt, dass ein Mensch, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein Tool nutzt, von dem man nicht weiß, ob da nicht irgendjemand reingucken kann. Das können wir mit unserem Produkt ausschließen. Und trotzdem sind es halt sehr turbulente Zeiten gerade, ne? Also ich weiß gar nicht, mit welchem Gefühl gehst du denn eigentlich oder gehst du dann abends von der Arbeit nach Hause? Also ist das so das Gefühl, kopfschüttelnd, das ist alles zu kompliziert und auch wir haben es ja mit relativ so Hackergruppen und sowas, sind ja alles sehr clevere Leute, ne? Die hochtechnologisiert sind. Siehst du, dass man diesen Kampf überhaupt gewinnen kann? Also was ist so das Grundgefühl oder sagst du, nee, unsere Lösung, wir werden da schnell genug sein und es gibt andere Lösungen, die sind auch gut und dann wird eigentlich das Gute gewinnen? Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, dass am Ende des Tages das Gute gewinnt, aber ich bin nicht naiv, Jan, dass ich nicht sage, es gibt genug Intelligenz, Gott sei Dank, auf dieser Welt und es gibt auch genug böse Intelligenz auf dieser Welt, dass man immer einen Weg finden wird. Aber weißt du, wenn man auf dieser Mission ist, und das habe ich vorhin so ein bisschen angesprochen, dass wir unglaublich viele Leute haben, die aus Überzeugung für Wire arbeiten, die aus Überzeugung in dem Bereich tätig sind, dann hat man eine unglaubliche Leidenschaft, eine unglaublich positive Energie in dem Unternehmen. Und das spüre ich jeden Tag. Wir sind ja in Berlin. Ich bin regelmäßig hier in Berlin, weil ich in der Nähe von München wohne und ich versuche hier wirklich vor Ort zu sein, um diese Energie auch aufzusaugen. Und es gefällt mir
unendlich gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich die Möglichkeiten sehe, die wir haben, die weiteren Möglichkeiten zu wachsen, und weil ich das Commitment und die Leidenschaft des Teams an der Ecke sehe. Und ich kann nur sagen, hier gibt es so eine tolle Stimmung, eine Aufbruchstimmung, möchte man fast sagen, obwohl wir schon 10 Jahre existieren. Mhm. Wir sehen die Opportunities, wir sehen die Möglichkeiten. Natürlich sehen wir auch die Herausforderungen, die damit kommen, wenn man sich fokussiert, wenn man vielleicht auch Wandel implementieren muss, / möchte, ohne Frage. Aber ich habe selten in meinen bisherigen Unternehmen so viel Commitment, Leidenschaft und Energie gesehen, muss ich sagen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und von daher, ja, es sind turbulente Zeiten, aber ja, ich schaue sehr, sehr positiv in die Zukunft. Kannst du noch einmal sagen, vielleicht ganz kurz, das Thema Quantencomputing, wie blickt ihr da drauf? Ich habe hier immer wieder mal Startups aus dem Bereich zu Gast, und wenn die dann darüber sprechen, wie schnell Rechenoperationen in der Zukunft und vor allem, dass sie eben parallel funktionieren und nicht mehr sequenziell, das wird doch für das ganze Thema Kryptografie nochmal hochgradig spannend und herausfordernd, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut, das wird hochgradig spannend und auch Herausforderung. Und darum haben wir schon vor 2 Monaten eine Initiative gestartet, wo wir unser Produkt post-quantum-resistent machen. Ja, okay. Da gibt es, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Also wir reden intern über diesen Begriff, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative, um das Versprechen, das wir unseren Kunden bieten, Security and Privacy without Compromise, eben auch in einer Quantum Computing Welt zu bieten. Und da arbeiten wirklich tolle Leute momentan mit, und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da was Tolles erreichen werden. Ah, spannend. Also der Begriff zeigt dann nämlich post-quantum-resistent, ja, habe ich richtig verstanden. Ja. Zeigt dann ja eigentlich schon, dass das wirklich nochmal so ein Game-Changer werden kann, ne, für diese ganze Kryptografie-Branche. Also von daher spannend, dass ihr das so definiert, ja. Ja. Cool, du, dann aber wirklich eine sehr, sehr spannende Mission. Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Also es klingt wirklich toll und extrem notwendig, finde ich. Haben wir denn aus deiner Sicht für den Moment was Wichtiges vergessen? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, absolut. Jeder Hintergrund, jeder Standort, jede Ausbildung ist willkommen. Wir suchen insbesondere im Bereich Engineering, sprich Development, aber auch im Bereich Sales. Das heißt, wenn ich hier den Aufruf starten darf, super gerne. Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für wirklich ein aufstrebendes, richtig cooles Unternehmen mit einer Menge Energie und Leidenschaft. Mhm. Wir sind heads down in Security und Privacy, und wer da Lust hat, bitte gerne auf unserer Website melden. Mhm. Da gibt es einen Link, und gleich bewerben. Wir schauen uns das an. Für welchen Standort denn? Da sind wir relativ offen, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, Engineering ist sehr stark zentriert in Berlin. Wir haben aber, wie gesagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt sitzen. Mhm. Also da sind wir jetzt nicht an einen Standort festgebunden. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Mir wirklich großen Spaß gemacht, André. Ich würde sagen, bis hierher erstmal, aber als letzte Frage wie immer, wir haben ja eine tolle Kooperation mit OMR Reviews, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, ein Tool vorzustellen, das sie ja selbst gerne nutzen oder weiterempfehlen möchten und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr stark visueller Mensch, und wenn ich mir Notizen mache, dann muss ich das handschriftlich machen. Ich mag das nicht, wenn man in einem Gespräch auf dem PC rumklimpert etc. Und ich habe verschiedene Tools ausprobiert und bin jetzt wirklich seit einiger Zeit, seit 8 Monaten hängen geblieben bei Remarkable. Das ist ein Tablet, womit man wirklich sehr stark fast wie auf dem Papier Notizen machen kann, registriert den Druck des Stiftes, und die Linie wird dann dünner oder dicker. Und das ist wirklich mein Lifehack, mein Business-Hack, wenn man das so sagen darf, weil ich kann die Notizen dort machen, habe es handschriftlich bleibt mir besser im Kopf hängen, als wenn ich das irgendwo auf dem PC mache. Ich finde es freundlicher den Gesprächspartnern gegenüber, als wenn man den Laptop offen hat und auf den Laptop guckt. Und vor allen Dingen, ich kann das auf allen Devices, ob das jetzt Laptop, Smartphone, Tablet, was auch immer ist, anschauen und kann das nachvollziehen, kann das in Text umwandeln, kann habe eine Suchfunktion und kann mich da wirklich perfekt organisieren. Und das Tool nutze ich, wie gesagt, seit circa 8 Monaten und bin absolut begeistert.
One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der tollen Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Definitiv. Das mache ich, Jan. Danke für das Gespräch. Hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und André Kiene, Managing Director von Wire. Sie sprachen anlässlich der Serie C-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.